Einfach Freude pur und ich glaube, wir haben da schon eine Riesenleistung auch gezeigt. Die Mannschaft muss einfach loben. Bin sehr stolz und da kann ich auch für mein Trainerteam sprechen, wie sie auch die Spiele bestritten hat. Ich glaube, man hat Spielfreude, Kampfgeist jetzt zum Schluss. Die letzten Spiele waren viele auch, wo wir den Willen hatten, auch Spiele zu gewinnen. Das war ganz enorm wichtig und die Mentalität hat man einfach gesehen, dass man ja, einfach auch gierig ist auf Tore, gierig ist, Spiele zu gewinnen. Und deswegen ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, aber natürlich auch an das ganze Staff und an mein Trainerteam für die super Zusammenarbeit, weil das sind einfach Voraussetzungen, um erfolgreich auch zu sein. Ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, weil ich bin jetzt kurz bei der Mannschaft gewesen, danach ist noch in der Kabine. Und ja, ich weiß nur, dass Hermann Gerland gesagt hat, okay, ich soll Bourbon Cola oder so irgendwas trinken. Das ist sein Lieblingsgetränk, das hat er jeden Abend, wo er sich da einen gönnt, so ein Bourbon oder Whisky Cola. Und das werde ich auch tun, weil er hat es verdient. Er ist auch mitentscheidend, dass einfach ja, das Team auch so gut funktioniert, auch das Trainerteam so funktioniert, weil er eine sehr, sehr ausgeglichene Art hat. Er hat auch ist auch einer, der ja, sehr, sehr viel Erfahrung hat und das tut mir auch gut, sich mit ihm immer wieder auszutauschen. Deswegen werde ich ihn heute natürlich den Wunsch auch erfüllen und mit ihm einen Bourbon Cola Light, Cola Light muss man sagen, dazu sagen, trinken. Wenn du so Erfolge hast, wenn du erfolgreich bist, dann kannst du es nur im Team machen und alleine ist es einfach unmöglich und deswegen mache ich mir da auch keine Gedanken, was ich da für Anteile habe. Und ich bin Nico sehr, sehr dankbar. Es war ja auch mit ihm eine sehr gute Zusammenarbeit, auch mit Robert Kovac, mit seinem Bruder. Und ich bin dankbar, dass er auf die Idee gekommen ist, mich nach München zu holen. Und dass natürlich das am Ende dann so ausgeht, hätte niemand gedacht. Und ich bin natürlich glücklich, dass wir die Meisterschaft jetzt gewonnen haben. Aber das ist einfach nur der erste Schritt, das erste große Ziel, was wir hatten, ist einfach die Meisterschaft auch nach München zu holen, die 8. Meisterschaft und das sagt eigentlich schon alles und man darf einfach nicht vergessen, wir waren im November waren wir 7 Punkte hinten nach dem Spiel, ich glaube es war sogar schon Anfang Dezember, keine Ahnung, aber so November, Dezember, nach dem Gladbach-Spiel waren wir 7 Punkte hinten, jetzt sind wir aktuell 7 Punkte plus heute die 3 Punkte vorne, das heißt 10 Punkte. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Dortmund auch eine sensationell gute Rückrunde gespielt hat. Und deswegen ist es umso mehr an Bedeutung, dass wir in dieser Phase halt überhaupt keine Schwächen gezeigt haben. Und das zeichnet die Mannschaft aus, weil sie sehr, sehr eine große Mentalität hat, weil sie wirklich leidenschaftlich auf Fußball spielt, die Spiele gewinnen will, aber auch immer so, dass man auch das Gefühl hat, okay, wo können wir uns noch verbessern? Und das ist der Anspruch, den die Mannschaft hat, den die Mannschaft an die Trainer hat und den wir aber natürlich auch an die Mannschaft haben. Und deswegen passt das im Moment ganz gut. Ziel erstmal jetzt der Pokal, Schritt bei Schritt und Step by Step. Das ist einfach so, dass wir, da sind wir ganz gut gefahren auch jetzt in den zurückliegenden Monaten, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren, das auch seriös angehen, gut vorbereitet sind und das wollen wir natürlich auch in Berlin so machen. Bis dahin haben wir noch 2 Spiele, einmal gegen Freiburg und einmal gegen Wolfsburg in Wolfsburg und die wollen wir natürlich auch, die Serie wollen wir ausbauen. Ich glaube, das ist auch der Anspruch der Mannschaft, das ist der Anspruch von einem Trainerteam, aber auch vom Verein. Und das kommt mir schon sehr nahe, wir haben das Ziel erreicht und für mich geht es dann immer wieder weiter. Ja, man muss den nächsten Schritt dann auch nehmen oder gehen. Und das heißt natürlich für uns jetzt Pokalfinale in Berlin gegen Leverkusen. Und da wollen wir natürlich auch möglichst, auch wenn es eine sehr, sehr gute Mannschaft ist aus Leverkusen, die auch einen sehr guten Fußball spielt. Aber es macht ja Spaß, sich mit den Besten zu messen. Und deswegen bin ich gespannt, wie wir uns dann da aus der Affäre ziehen.